Die Born-Höwitz-Straße bleibt bis zum 8. Juni zwischen den Kreuzungsbereichen Barkerstraße und Amwerder vollständig für den Autoverkehr gesperrt. Hintergrund sind Bauarbeiten der Stadtwerke Schwerin im Zuge der Fernwärmeerschließung der Werder Vorstadt. Hier werden neue Leitungen verlegt. Eine Umleitung für den Verkehr ist ausgeschildert. Die fußläufige Erreichbarkeit der Wohnhäuser und ein Einsatz von Rettungs- und Notdiensten sind abgesichert.